Nichts. Nee, das war also Fehler. Wie komme ich jetzt nochmal an Kürbisse? Gehen wir mal auf die Karte nochmal. Hier bin ich. Dann würde ich sagen, machen wir hier das Gebäude reparieren. Zack. Genau. Nö. Frage ist. Ah doch, die Straße führt. Richtig. Ja, danke. Bleib du genau in der Abbiegung stehen, das ist super. Es scheint doch ein bisschen schneller zu sein, als zu gehen. Ah! Im Geschäft. Ach, konnte man da umstellen? Okay, egal. So. Mach erstmal mal diese Reparatursache, weil dafür brauche ich auch kein weiteres Gebäude oder sonst irgendwas. Ja. So, ich würde sagen, wir parken einfach mal hier am Wegesrand. Ja, ich lese ja, aber nicht immer alles. Ich spiele es ja ganz neu für mich. So, upsa, das mache ich auch immer falsch. So. Okay. Ich bin beschäftigt. Ah ja, und jetzt? Und jetzt? Hi. Hi, na? Guten Morgen. Schönes Wetter, nicht wahr? Kann ich Kann ich behilflich Ihnen sein? behilflich sein? Komm, sag. Nein, im Moment nicht. Ist das die Besitzerin? Schönes Wetter, nicht wahr? Ja. Das ist es. Sie Geht mir sehen gut. nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Das scheint nicht das zu sein. Das ist alles, danke. Okay, nein, das ist dann woanders. Ist hier noch jemand? Das ist ja noch mal mir. Da ist sonst niemand. Was ist denn da markiert? Nein. Ja, super. Gehen wir mal da rein. Auch da geht's noch innen. Da ist Mia und sonst niemand. Wo ist denn die Ballenpresse? Auch die Katze wieder. Ist hier noch jemand? Die Leier. Brauchst du Hilfe? Wir reden später. Wieso? Echt? Na, hier ist noch jemand. Hi. Hi, Gerald. Oh, bist du es wieder? Was? Wir haben doch noch gar nicht.
Haben Sie was für mich? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Okay. Tipps? Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Wintergetreide ist wirtschaftlicher. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie länger wachsen? Keine Ahnung. Ja, sie sehen nicht gut aus. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Na ja, gut. Viel Glück. Wir sehen uns. Ja, haben die aber alle nicht. Das sind mengenweise Leute. Tag. Guten Morgen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Kann ich Ihnen behilflich sein? Im Moment nicht. Nein, im Moment nicht. Das ist es nicht. Und meine Katze nervt Danke. Gerade. Wir sehen uns. Das nervt. Was nervt? Und ich bin dazu heute wirklich nicht in der Stimmung. Hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ja, das schon wieder. Wer ist denn das da vorne? Ach, Feld einkaufen. Ne, das kann ich noch nicht. Ich habe doch jemanden gesehen, oder? Und Mia wieder. Mhm. So, nochmal. Na, hier. Also irgendwie da hinten. Waren wir da? Ah, hier. Maria. Maria. Da sag ich nur Amen. Hallo Katze. Lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe. Hm? Jo. Ja, wir spielen halt eben beide, meine Frau und ich. No? So, Hi. Zack. Hi. Ja. Oh, hallo. Hi, na? Nein, 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 nein. Ach Gott, ja, ne? Diese Politiker, was denken sie sich? Muss man mitmachen. Diese Politiker, was denken die sich? Was? Sie erhöhen schon wieder die Steuern? Ja, ja. Ja. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Mhm. Ja, doch, mach ich. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Siehste? Zack. Aha, genau. Da ist es. Ja. Das ist es. Was genau? Ne, das ist es nicht. Oder? Ach ja, ich sehe es gerade. Hallo, Katze. Ja, Katze. Mounts mal. Genau. Na, super. Ja. Wäre ganz nett, wenn du meine Aufnahme nicht beendest, hä? Ja. Ist es das? Das sollte es sein. Jetzt machen wir wieder das, was wir am besten können. Hallo? Achso. Repariere alte Ziegel. Toll. Simba, ich kann den Chat nicht lesen. Ja, Simba, ich weiß, du hast mich furchtbar lieb. Oh Mann. Ist ja gut. Ey, wir haben schon so viel gekuschelt und so viel gespielt und so. Und gefüttert habe ich dich auch. Also jetzt, jetzt hör doch mal auf.
Ich habe Angst, dass er mir irgendwann die Aufnahme beendet, weil er irgendwie auf die Tastatur kommt. Ja. Die tut mir nichts. Die fühlt sich nur ein bisschen einsam im Moment, weil meine Frau zockt mit ihrer und meiner besten Freundin, mit meiner besten Freundin, genau. Und ja. Und ich streame hier auch. Weil ich bin nicht so der PUBG-Spieler und die lieben das. Oh, das ist der Simba so ein bisschen alleine. Können wir? Ja. Die Mieze tut mir nichts. Nein, nein. Ist ja meine Mieze. Ganz im Gegenteil, die liebt mich sogar heiß und innig. Immer in meiner Nähe. Oder am Schlafen. Nur zwei Katzen. Spinnen tatsächlich seltsamerweise nicht. Ich habe hier noch nie eine gesehen. Obwohl es in jedem Haushalt natürlich Spinnen gibt. Und Milben, ich habe gerade gestern eine neue Matratze bekommen. Und somit sind meine Milben jetzt bis zum nächsten Sperrmüll in meiner Garage. Aber von den Katzen habe ich, wie gesagt, zwei. Aber die andere ist eher scheu. Die kommt zwar auch regelmäßig, aber die lässt sich sehr schlecht vor der Kamera blicken. Die mit Keramikdach eigentlich Dachziegeln. Ne, es sind reine Hauskatzen und es sind britisch Kurzhaar, die sind dafür auch sehr geeignet und auch wenn wir recht ländlich wohnen, ist es mir einfach zu gefährlich. Vor allen Dingen ist es eine sehr begehrte Rasse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand die findet und sie kommt nicht mehr zurück, dann geht es ihr vielleicht woanders halbwegs gut, aber ich würde sie ganz gern behalten. Deswegen sind es auch zwei, damit sie sich auch gegenseitig haben, damit es nicht langweilig wird. Und sie spielen schon viel miteinander. Also, sie sind auch von der Rasse her tatsächlich nicht mehr so richtig in der Lage, sich selbst zu versorgen. Die britisch Kurzhaar gelten als ein bisschen tollpatschig. Und sehr auf den Menschen bezogen. Was haben wir noch? Draußen sind wir durch. Oder? Jupp, aber drin nicht. Ich fühle mich einfach immer wohler, wenn ich hier irgendwelche Tätigkeiten habe, die ich schon kann. Andererseits ist es auch schon was Neues zu lernen, ne? Nee, Türrahmen, alles. Ich habe hier meinen Ingenieursblick. Ah, ich sehe es gerade hier.
Alles fertig, Maria. Belohnung. Da ist ja noch ein Gebäude. Hast du vielleicht noch was für mich? Ich denke nicht. Doch, doch. Danke. Und hier ist etwas für dich. Ich meine Kopfschmerzen um. Ja, ja. Hi. Hi. Oh, bist du es wieder? Nein. Kann ich da behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Gut, danke. Das ist alles. Das ist alles, danke. Nein, mit der flirte ich nicht. Du? Tag. Hallo. Hallo. Komm, Nachrichten. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Es soll einen neuen geben. Ich sehe nicht mal mehr fern. Das verstehe ich. So, Kann ich Ihnen behilflich sein? Natürlich nicht. Nein, im Moment nicht. Gut, weiß ich doch, aber egal. Hier wollen wir nochmal auf die Karte gucken. Schokolade? Ach so. Ich muss ehrlich sagen. Viel Glück. Wir sehen uns. Tatsächlich, suche ich mir zum Flirten tatsächlich eine Frau aus, die mir gefällt. Und da habe ich schon eine gefunden am See. Ich glaube, das war die, die geangelt hat. Die war so angezogen, wie ich das mochte und so weiter. Und die war jetzt weiß. Sie ist mir vom Gesicht her, gefällt sie mir nicht wirklich gut. Und auch eigentlich spricht sie mich nicht an. Aber das ist jetzt keine Sache, ob dunkel oder hell. Wobei, ja. Also wenn da Rihanna stehen würde, würde ich machen. Doch, doch, doch. Ja, ist also wirklich so ganz individuell. So, Moment. Da ist die Ballenpresse. Dann nehmen wir doch die Ballenpresse. Ist das da mein Auto? Lassen wir. Wir gehen jetzt einfach mal so hin. Weil wir wissen ja, zum Auto kommen wir jederzeit. Juhu. Du. Hallo, brauchen Sie etwas? Nun ja, ist die Ballenpresse verfügbar? Ich könnte so eine brauchen. Ach zum Teufel, ich gehe eh von hier weg. Ich verkaufe, wissen Sie? Ich ziehe zurück ans Meer. Schätze, dieses Leben ist nichts für einen Seemann. Ah, okay. Nun, nicht viel. Zumindest nicht für so alte Geräte. Aber ich arbeite dafür. Genau, wie immer. Wenn Sie das sagen, aber wenn Sie die Stelle reparieren, werde ich beim Verkauf des Hofs mehr Geld bekommen. Das passt auch. Was denken Sie? Das ist super. Ja, klar. Sicher. Wir haben einen Deal. So. Das heißt also, das ist die Presse. Und das ist die Scheune. Das gibt, glaube ich, noch Sozialpunkte dazu. Hast du das Spiel schon durch oder schon öfter schon mehr gespielt? Weil ich habe tatsächlich nur ein Let's Play von Gronkh gesehen zur noch für die Early Access. Ah, okay.
Nee, ist eine Playstation. Ich habe zwar die Dreier noch da rumstehen, aber irgendwie bin ich kein Konsolenmensch.